So, Freunde, ich bin hier im schönen Spreewalder Schlaubetal und mache heute ein kleines Warm-up, weil ich mich auf etwas vorbereite. Ihr dürft gerne raten, was es ist, aber ihr dürft euch auch gerne überraschen lassen. Genau, und wie ihr seht, es ist super, super schön hier. Es hat ja extrem viele Seen hier und super, super schöne Wanderwege, die mir vorher gar nicht so bewusst waren. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt hier um den See zu laufen und vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus. Genau, weil der See geht da hinten noch richtig weit rein. Und das heißt, den will ich halt komplett umlaufen. Ich bin sehr gespannt. Ich will ein bisschen beobachten, zeittechnisch, wie lange ich etwa brauche, für wie viele Kilometer, welches Tempo ich habe. Mach mir selber aber keinen Druck, keinen Stress. Ich will einfach nur mal so ein bisschen abchecken, wie ich so unterwegs bin und wie das Ganze vorankommt. Ihr seht's, es geht noch weiter. Es geht noch richtig, richtig weit. Und irgendwo da hinten umrunde ich den und dann geht's die ganze Strecke zurück. Lasst euch überraschen, was noch kommt. So, Freunde, jetzt zeige ich euch was. Das ist doch schön, oder? Diese Ruhe, diese Heilung, dieses Wunderbare in der Natur. Genau deswegen liebe ich das. Ich freue mich so, jetzt die nächsten Monate viel mehr unterwegs zu sein als sonst und auch die Ruhe, die Stille zu genießen, aber auch die Gespräche, die kommen werden mit den Compass Camp Teilnehmern. Es wird richtig, richtig cool werden. Ich freue mich drauf. Ich habe jetzt fast ein halbes Jahr gewartet, um richtig loszulegen, dass wir da halt endlich mit den Compass Camp starten können. Die letzten 2 Jahre waren für alle nicht angenehm. Wirtschaftlich musste sich viel verändern. Ich habe genau zu so einer Zeit mit den Compass Camps begonnen und wusste überhaupt nicht, was Sache ist. Mit Unterkünfte, mit Regelungen und so weiter und so fort. Und irgendwie hat es doch geklappt, irgendwie hat es doch hingehauen. Und irgendwie fühlt sich jetzt in diesem Jahr immer noch beschwert an, immer noch erschwert. Obwohl viele Sachen halt sich jetzt legen, runterkommen und wir halt doch die Möglichkeit haben, endlich richtig loszulegen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn das Ganze hier richtig Fahrt aufnimmt, so richtig loslegen kann. Und das funktioniert natürlich nur mit eurer Unterstützung. Also liken, kommentieren, selber dran teilnehmen. Und ich freue mich drauf. Ich will das richtig groß machen. Ich will richtig was Geiles machen. Und ja, ihr dürft jederzeit oder ihr dürft gern ein Teil davon sein, um das Ganze halt mit zu unterstützen und halt auch voranzutreiben. Ja. Challenge hier. Ja, wie ihr seht, der Biber leistet gute Arbeit hier. Sehr gute Arbeit. So, hier muss ich jetzt rum, dann darüber und dann geht es die Tour auf der anderen Seite weiter. Tja, das ist die Frage. Soll ich hier rüber gehen? Ha? Hier rüber, darüber und dann fehlt noch 3 Meter.
bis zur anderen Seite. Ich habe noch einiges vor mir. Ich habe gedacht, ich komme hier irgendwo rüber, aber ich muss tatsächlich komplett den ganzen Außenweg langlaufen. Wir machen es mal. Einfach nur mal hier schnell langlaufen. Mal gucken. Ja, die Rinde ist schon sehr bröckelig. Aber es sieht gut aus. So. Oh, der wackelt ein bisschen. Ja, zum Glück ist es hier nicht tief, aber es ist sehr kalt. Möchte jemand Flaschenpost haben da? Gut. Ich glaube, ich muss hier das Messer zum Einsatz bringen. Ja, okay. So, hier ist der Baum gekillt worden. Tja, und hier beginnt jetzt das Debakel. Ah, ich will da rüber. Ich muss wohl zurück. So, hier werde ich jetzt kurz was essen. Habe ich gerade gefunden. Sieht schick aus. Und da ist eine Brücke. Bevor wieder die Fragen kommen, was es bei mir so gibt. Einfach 100% Roggen mit Avocado und veganem Aufschnitt und ein bisschen Gemüse drin. Genau, recht locker, easy. Ich wollte ja eigentlich nicht mehr oder ich glaube 10 Kilometer wären es heute. Plus, minus. Genau, also von daher sollte es reichen. Trinken habe ich leider nur eine Flasche mitgenommen, warum auch immer. So Leute, jetzt zeige ich euch mal was. Schaut mal. Schaut mal, was da steht. Seht ihr das? Wie groß der ist. Ich habe vorhin schon hier was rumwatschen sehen, aber hinter den ganzen Bäumen und so war mir nicht sicher und jetzt habe ich ihn gesehen. Da steht er. So, vorhin war ich da drüben und habe den Weg gesucht hier rüber. Jetzt bin ich hier drüben. So Freunde, was ich ja liebe ist, zurückzublicken. Und zwar zurückzublicken, was man schon geschafft hat. Nicht nur jetzt beim Wandern, sondern halt auch in der Vergangenheit, was man so erreicht hat, was man bewältigen musste, was man schaffen musste. Hier, der Biber, der gute Arbeit geleistet. Der hat er wieder reingehauen hier, der gute Biber. So, mitten im Nirgendwo, da hinten ist ein Campingplatz, da bin ich vorhin vorbeigelaufen, als ich gestartet bin. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir gehen jetzt mal querbeet, feldein, durch die Schlammmatschepampe hier. Nice, nicht. Schild. Man sickert echt tief hier. So, da über den Baum bis dahin. Hier lang. Und da kommt nochmal ein Baum. Und das letzte Stück muss ich wohl springen, so wie es aussieht.
Okay, springen. Ich springe. Nice.